Wurde Johnny Depp in seiner Ehe mit Amber gedemütigt? Es gibt Hinweise, die beweisen, dass er wirklich Angst vor seiner Frau hatte. Nur wenige Wochen, bevor sie sich scheiden ließen. Do you have a message for your fans right now, Mr. Depp? I'm scared to death. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home. Johnny verdrängt seine Worte schnell mit Lachen. Aber er hat einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, während er spricht, der seine innere Angst verrät. Hast du bemerkt, dass seine linke Augenbraue zuckt? Das ist ein Anzeichen für inneren Stress. Ein Experte verrät uns sogar, dass seine Augen mehr anzeigen. When he says, I'm scared to death, he turns his eyes to his left or memory side. He's remembering. When he says, I'm frightened, he looks to his right or thinking what could happen in the future. He first remembers what has happened and then imagines what could be next. Könnte Johnny über seine Zeit mit Amber nachgedacht haben? Wir sehen seine Signale der versteckten Wut ihr gegenüber. In dem Entschuldigungsvideo des Paares an die australische Regierung. Während Amber versucht, sich an Johnny für Unterstützung anzulehnen, wendet sich Johnny einfach von ihr ab. Sowohl Johnnys Kopf als auch sein Hals lehnen sich zurück, was nach Meinung von Experten seine Verachtung ausdrückt. Sie hat ihn also doch zu dieser gemeinsamen Entschuldigung gezwungen, obwohl sie es versäumt hat, ihre Hunde während der Reise anzumelden. Aber achte auf seinen grimmigen Blick während der Entschuldigung. Es könnte auch einfach sein gewöhnliches Verhalten widerspiegeln. Denn Johnny gibt zu, dass er im Allgemeinen zurückgezogen ist. Are you a little bit shy, you think? I'm very shy. Yeah. Not the most outgoing and boisterous of people. For me, it's always been easier, more comfortable for me to hide. Für ihn war es sogar schwer, seine Verlobung mit Amber zuzugeben. Hör einfach zu, wie er dem Gespräch komplett ausweicht. Is that an engagement ring? That's a chick's ring. Does that mean you're engaged? Means I'm wearing a chick's ring. Wearing a chick's engagement ring on my finger. Being a fella. As far as you know. Because I might be a woman, who knows? I might be. Aber während Johnny normalerweise privat und zurückhaltend ist, könnten seine Handlungen zeigen, dass er einfach nur verliebt war. Immerhin war Amber auch völlig verknallt in ihn. He's just a true artist and is so wonderful to be around and I'm very lucky. Und das Paar hatte von Anfang an die gleichen Leidenschaften. Wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Wir liebten die gleiche Musik, Poesie und Kunst. Wir saßen einfach zusammen und redeten stundenlang. Dennoch glauben einige Experten, dass Amber Johnny unsicher gemacht hat, wie man an ihrem Verhalten bei einer von Johnnys Premieren sehen kann. Amber macht Bewegungen, als wolle sie sich von ihm entfernen. Als wolle sie nicht, dass Johnny dieses Interview macht. Gleichzeitig ist sein Kinn in die Brust gepresst, als ob er sich von Amber bedroht fühlt. Und als sie ihm fordernd in die Augen blickt, lehnt er sich leicht zurück, aus Angst, sie zu verärgern. Johnny schaut nach jeder Frage zu Amber zurück, um zu prüfen, ob es okay ist, das Interview fortzusetzen. Was Experten glauben lässt, dass sie seine Unsicherheit verstärkt. Und das wurde nur 2 Wochen vor seiner Hochzeit gefilmt. Aber da Amber mit ihrem gezwungenen Lächeln unbehaglich aussieht, könnte Johnny nur versuchen, seine nervöse Verlobte zu beruhigen, während er zärtlich mit dem Interviewer über sie spricht. Well, my girl and I are talking about taking a trip to the country. Und nachdem sie den Knoten gebunden hatte, unterstützte Amber ihren neuen Mann und blieb an seiner Seite, als er in einen dunklen mentalen Raum eintrat. Du sagst Dinge, die du nicht so meinst. Es ist unmöglich, mit dir zu reden. Also stellt dich jeder hin und lüg dich an. Was noch schlimmer ist, du belügst dich selbst und glaubst es auch noch. Sie könnte also die besten Absichten für Johnny gehabt haben, aber das konnte sie ein Jahr später nicht von der Scheidung retten. Johnny wurde schließlich mit schrecklichen Anschuldigungen von Amber konfrontiert. Und seine Aussage ließ einige an ihren Behauptungen gegen ihn zweifeln. Johnnys Schultern sind angespannt, während er spricht. Was nach Meinung eines Experten mehr als nur seine Scham verrät. Could be because it's late on at night. He is tired. Could be because he's been married to her for however long it is and it takes a lot of energy to deal with that, what he's had to shoulder. Was sind weitere Körpersprache-Hinweise, dass er ihr Opfer war? She smashed
she threw a vodka bottle at me. Das Halblächeln des Schauspielers bei der Erörterung von Ambers Ausbruch ist auch sehr aufschlussreich. The smashing was a normal experience then. This is more in line with the exhale. Can't believe this actually went on, kicking yourself. This works in line with the context of his posture, which doesn't change, as a way to amplify the gestures that he's making. Es ist klar, dass das Paar eine turbulente Beziehung hatte. Aber es scheint, dass Johnny jetzt versucht, weiterzumachen. Mit mehr Schauspielrollen, die auf ihn zukommen, könnte dies der Beginn eines neuen Kapitels für ihn sein. I'm right now on the verge of a new life. And I like it. I like a re-beginning. And I would love for that to beginning to start here. Aber was hältst du von diesen Hinweisen und Zeichen? War Johnny Depp ein Opfer von Amber während ihrer Beziehung? Oder waren sie nur ein Paar, das unglücklich in der Liebe war? Lass uns wissen, was du denkst, und bleib dran für weitere Promi-Neuigkeiten.